So, ja, leider bin ich rausgeflogen, daher wieder mal ein abruptes Ende. Ich mache noch gerade hier die zwei, drei Spins und dann mache ich was anderes. Ist immer blöd, wenn man so, ja. Man kann es ja nicht erahnen, dass es kommt und dann so plötzlich einfach rausfliegt. Bei 360 wechsle ich jetzt. Hab dem Spiel genug Chancen gegeben. Na gut, bis gleich. So, weiter geht's mit Elemento. Ich finde das Spiel halt cool, mir gefällt's. Ja, will auch hier noch mal ein bisschen probieren. Mal schauen, ob hier was kommt. Hier ist auch nicht ganz so schlimm mit der 5-Sekunden-Geschichte. Ich finde, die haben das sehr gut gelöst hier. Durch diese Gewinne. Wenn man Gewinne hat, dann dauert es eh alles was. Das ist noch eine augenfreundliche Umsetzung dieser 5-Sekunden-Regel. Jetzt mal so das 16.000-fache bei einem Euro. Moment, macht er eher das Gegenteil. Oh, so viele Demolition Bowler am Rand. Ja, wir haben alle Symbole am Rand für Freispiele. Mal gucken, ob er was draus macht. Und Ende, wa? Wilds da unten und hat was gebracht. Aber wir brauchen noch weitere Feature und ich glaube, da ist jetzt wieder vorbei. Leider. X-Flood kommt mir immer öfters vor wie ein Bildzerstörer. Bin Feuerwild am besten.
Tornado. Bräuchte nur noch das Grüne oben. Vorteil ist, ich spiele jetzt relativ lange, kann große, größere Gewinne machen und ich habe bisher noch kein Geld verloren. Also ich bin wieder bei 350. Ich kann sein, dass ich bei 360 bin, mir nicht ganz sicher, wo ich da gerade gestartet hatte. Aber zumindest hat es nicht viel gekostet. Das war 1 Euro und wäre nur schön, wenn er ein bisschen mehr jetzt mal machen könnte und mal ein paar Preisspiele oder so. Ah, die ganzen roten unten rechts jetzt. Ach nee, Mist, da sind die noch um eine Position, weil er blau hat. Das war natürlich ärgerlich. Ich hatte schon damit gerechnet, dass der den blauen komplett wegmacht. Na gut, mal was anderes. Bis gleich. So, probieren wir nochmal eine Runde Street Magic. Wenn Sie den fünffachen ganz zu Ende lesen können. Einmal Zauberer gleich freispielen. Spielzaun auf jeden Fall ein sehr angenehmes Spiel. Fast einschläfernd. Aber auch tot heute alles. Ja,
dann läuft da wieder so ein rosa Symbol, ne? Wo man denkt, das könnte der Scatter sein. Nächster Einsatz ist halt 40 Cent. Ich hätte auch nicht Lust, mal auf 40 Cent zu gucken. So 80 oder ja, 60 wären auch noch okay, aber 40. Aber doch eher das Spiel wieder wechseln, wenn man Eindruck hat, hier kommt nichts. Mit schon fast 200 Euro weg. Ohne dass mal was Nennenswertes hier passiert ist. Ich meine, ich muss ja eh noch so viel Bonus umsetzen. Da könnte das Spiel rein theoretisch auch mehr machen und trotzdem hätte ich noch nichts davon erstmal. Aber. Und jetzt mal. Oh Mann. Endsicht. Jawohl, endlich. Endlich mal was. Wähle eine Karte, vermute ich. Joker-Symbole werden fixiert. Oh, Mitteldinger mal. Mit Joker-Symbole werden fixiert. Schauen wir doch mal, was passiert jetzt. Vielleicht kommt ja mal wieder was bei rum. Ja, eine Art El Torero, okay. Das war wohl mehr als schwach, oder? Und jetzt kommen natürlich noch mal zwei Wilds. 6 Euro. Wahnsinn. Ah, dann mache ich mal einen Spielwechsel. Bis gleich.